Dürr hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit über zwei Monaten herrscht bereits Krieg in der Ukraine und damit gegen einen freien Staat, gegen freie Menschen, gegen die Freiheit an sich. Man darf nicht müde werden zu sagen, dieser Krieg ist mit nichts zu rechtfertigen. Es ist ein Angriffskrieg Russlands gegen das Völkerrecht, gegen jegliche Humanität. Und wir müssen diesen Krieg verurteilen, an jedem Tag, in jeder Stunde. Wir dürfen uns an die Bilder aus der Ukraine nicht gewöhnen, meine Damen und Herren. Dass Russland Zivilisten die Flucht aus umkämpften Gebieten wie Mariupol nicht erlaubt, ist eine Schande, und Putin muss wissen. Die ganze Welt sieht die Kriegsverbrechen, die die russische Seite täglich begeht. Wir werden als Deutschland, als Westen, wir werden die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Putin führt Krieg gegen die Ukraine und damit gegen die liberale Demokratie. Deshalb ist es eben auch im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Deshalb müssen wir jetzt alles tun, was wir können, um die Ukraine bei diesem Ziel zu unterstützen, meine Damen und Herren. Und dafür steht der Antrag aus der Mitte des Hauses an diesem Tag. Und Herr Kollege Merz, mir geht es ähnlich wie dem Kollegen Lars Klingbeil. Das war mir wichtig, vorab zu sagen. Ich bin dankbar dafür, dass die CDU-CSU-Fraktion sich bereit erklärt hat, dem Antrag, dem Entwurf der Regierungsfraktion beizutreten. Das ist ein wichtiges Signal heute. Das anerkenne und wertschätze ich, Herr Kollege Merz. Ich will übrigens daran erinnern, die erste Reaktion des Kollegen Frey war es, glaube ich, der sagte, dieser Antrag ist zu lang, wie immer bei der Ampel, er ist viel zu unkonkret. Jetzt hat er aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden genau die richtige Länge und spricht die richtigen Punkte an. Ja, man kann dazu lernen, darüber freut sich die Ampel-Regierungsfraktion, Herr Kollege Merz. Und ich will eins dazu sagen, weil das Thema Sondervermögen hier angesprochen worden ist. Und es war gestern Thema Debatte und es legitim ist, auch hier zum Gegenstand zu machen. Ich stelle mir eine Sekunde vor, die Oppositionsfraktionen aus Bündnis 90, die Grünen und FDP hätten bei viel kleineren Themen in der vergangenen Wahlperiode, wie dem Digitalpakt für Schulen oder dem Thema Grundsteuer, gesagt, wir reden mit den Regierungsfraktionen nur unter der Prämisse, dass wir keinerlei Abgeordneten mehr in die Abstimmung schicken, als zur Zweidrittelmehrheit fehlen. Wie kleinteilig wäre das schon damals bei diesen kleinen Themen gewesen? Herr Merz, ich fordere Sie auf, an dieser wichtigen Stelle bei der Debatte um das Sondervermögen Ihre Strategie zu ändern. Im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands und gerade auch im Interesse der Ukraine, Herr Merz, Sie müssen Ihre Strategie ändern und endlich sagen, dass Sie dabei sein wollen als gesamte CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Da kann es doch keine andere Antwort und zwei Meinungen geben, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, es geht um die Rolle Deutschlands in dieser Krise und darum, was wir konkret tun können, um gemeinsam mit unseren Partnern die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist es der richtige Schritt, Waffenlieferungen zu ermöglichen, sowohl direkte als auch indirekte Lieferungen durch unsere Partner und uns selbst. Es ist richtig, ich will das aussprechen, es ist richtig, schwere Waffen in diese Lieferungen mit einzubeziehen. Russland hat die Ukraine überfallen mit einem Vielfachen an Militärgerät, fünfmal so viele Panzer, dreimal so viele aktive Soldaten. Die Ukraine befindet sich in einem Krieg auf offenem Boden, und es geht um ganz konkrete Geländegewinne. Denn wir haben gesehen, was das bedeutet, meine Damen und Herren. Butscha ist kein Einzelfall. Jeder russische Vorstoß bedeutet, dass sich diese Verbrechen wiederholen. Die Lieferung schwerer Waffen ist natürlich, Lars Klingbeil hat es gesagt, keine Selbstverständlichkeit, aber es ist jetzt eine Notwendigkeit, meine Damen und Herren. Und dabei sollten wir an zwei Prämissen uns orientieren. Wir liefern die Art Waffen, die auch andere Verbündete liefern. Wir liefern, was unsere eigene Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit nicht gefährdet. Und deshalb liefern wir jetzt, was die Ukraine braucht. Um das in einen Kontext zu stellen, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und andere haben schon oder planen die konkrete Lieferung schwerer Waffen. Wir stehen also mit diesem Schritt eng
an der Seite unserer Partner. Deutschland muss seiner Verantwortung gerecht werden, und das drückt dieser gemeinsame Antrag aus der Mitte des Deutschen Bundestages heute aus, meine Damen und Herren. Und ich will zum Schluss eins sagen, was mir wichtig ist, Frau Präsidentin. Putin hat mit seinem Angriffskrieg die alte Weltordnung zerrissen. Das Alte kommt nicht wieder. Deshalb werden wir auch die wirtschaftlichen Beziehungen mit Putins Russland beenden. Und wir werden die Beziehungen zu liberalen Demokratien weltweit stärken. Deshalb ist es richtig, dass der Bundeskanzler dieser Tage nach Japan gereist ist, um genau das zu tun. Auch das will ich an dieser Stelle sagen. Ich bin dem Bundeskanzler ausdrücklich dankbar, dass er genau das tut. Dass er genau das tut. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir heute einen Antrag beraten, der von der großen demokratischen Mitte des Hauses getragen wird und am Ende auch beschlossen wird. Deutschland, meine Damen und Herren, steht an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinsam mit seinen Verbündeten und Partnern in der Welt. Ich danke Ihnen. Dietmar Bartsch hat das Wort für die